sei mutig, denn du bist nicht allein. Was man über dich redet, kann dir gleichgültig sein. Sei mutig, denn Menschen finden sich, die frei fühlen und denken und sie lieben dich. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wir werden jetzt was essen, dann werden wir ins Studio gehen und dann gehen wir on air mal live zu der Maggie Knorr ins Studio. Ach, zu mir. Das ist egal. Na gut, komm mit. Wir sind gleich da. Kabelträger. Ja. Schneller. Oh, diese ABM-Kräfte immer. So, wir sind jetzt im Studio. So many empty spaces. I'm sharing a memory now. I hope that's how it stays. Es ist echt Zeit, essen zu gehen. Es ist schon spät. Wir sind jetzt schon seit über 8 Stunden, 9 Stunden, 7 Stunden, 10 Stunden, weiß nicht, wie lange wir wach sind. Wir machen es einfach. Hast du so einen Verbandskasten? Ja, das haben wir. Ach, ja. Guck mal, Maggie kriegt sogar noch einen Kuchen, das ist doch perfekt. Ja, ohne den wäre ich wahrscheinlich echt aufgeschmissen. Das erinnert mich gerade wieder an eine Geschichte von einem Freund. Apropos, ja, die Maggie, ne? Deswegen hat der sich ja damals von mir abgewandt, der Freund. Nein. Ja, weil er der Meinung war, dass ich mich ja so sehr verändert habe als Mensch. Das Einzige, was passiert ist, dass ich mich optisch verändert habe. Aber als Mensch habe ich mich nicht verändert. Hast du Kuchen gegessen? Nee, ich habe schon, na gut, ich habe mehr Kuchen gegessen als vorher, das schon war, weil ich mir auch mehr leisten konnte. Ich konnte mir jetzt auch mal eine ganze Sachertorte kaufen. Aber eine Frage habe ich, Maggie Knorr, wo arbeitet die eigentlich? Maggie Knorr, die arbeitet überall, da, wo sie gebraucht wird. Heute ist sie hier. Was hat sie früher gelernt, Maggie? Maggie hat damals eine Ausbildung gemacht als Kauffrau. Als Kauffrau? Wo denn? In einem ganz kleinen Familienbetrieb, mit, also wirklich ein kleiner Familienbetrieb, so mit 80 Filialen. Und da gab es natürlich ganz viel Essen, also von Wurst über Schinken. Und das ist natürlich sehr hochwertig. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich damals diese Ausbildung machen durfte. Und wie hat Maggie Knorr es überhaupt geschafft, im Fernsehen zu kommen? Also, wie kommst du überhaupt dazu? Ich sag immer, sie, Maggie Knorr. Nein, wie kommst du überhaupt dazu gekommen, im Fernsehen aufzutreten? Hast du gesagt, hier, ich gehe mal selbst hin, wie so eine Castingshow? Ah, ich präsentiere mich? Oder einfach so von heute auf morgen? Also, Maggie war das erste Mal im Fernsehen. Da ist sie ja mit der Kesha aufgetreten, in der Oliver Bocher Show. Mit der Nina Queer, der Kelly Kinky und den Jack Super Sandy. Das war ja ganz toll. Und dann sind wir abends noch weggegangen zu dem Giovanni und Gianna Ina ins Restaurant. Kannst du es noch halten? Ja. Kein Stehvermögen, der junge Mann hier. Es ist doof, weil das Kabel zu kurz ist. Sonst hätte ich ja mich hier irgendwo neben dir setzen können. Aber das ist ja dein Elend. Ja, mein Elend. Ja, jedenfalls gab es da Essen. Und da war ich ja natürlich gleich bei. Essen? Genau. Nein, das ist mein Essen. Der Giovanni und Gianna Ina, die haben ja ein Restaurant und dann wurde von der Plattenfirma gesagt, hier, ihr dürft essen, was ihr wollt. Haben wir auch ordentlich zugeschlagen, die Kelly und ich, ne, haben von jedem so ein bisschen probiert, von allem und die Reste noch zum Schluss auf ihr Essen, das war ganz toll. Und als wir dann keine Zeit mehr hatten, sind wir noch zu Rewe halt gefahren, ne, und haben uns noch eine Flasche Sekt gekauft für Kelly und für mich noch eine Stulle mit Käse. Also so einen Tag möchte ich auch mal erleben. Ja, das ist aber immer so bei uns. Wir sind völlig verrückt und sie trinkt, ich esse. So ist das bei uns. Du hast ja, wie ich höre, du bist so eine Ähnlichkeit wie, wie kann man sagen, die Show-Diva Uschi Blum, oder? Ich bin nicht Uschi Blum. Nein, du bist so ähnlich. Ich bin Barbara Salisch, der Travestie. Nein. Natürlich, ich bin immer für Gerechtigkeit. Also wichtig ist, dass ich Kuchen bekomme. Das ist Gerechtigkeit. Meine Herren, die haben dann mich angesprochen, haben gesagt, ey, wir wollen dich mal einladen zu einem Casting. Und ich dachte so, oh, geil, Wettessen, ne? Nein, es wurde Berlin Tag und Nacht. Und ich dachte so, was ist das? Ich wusste ja nicht, was es ist. Gab es zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, denn es war im Mai ungefähr. Und im September kam ja erst die erste Folge raus. Und als ich dann da zu diesem Casting hin bin, dachte ich mir so, okay,
naja, machst du mal mit, ne? Haben sie gesagt, gut, du bist dabei, hier ist dein Vertrag und alles schön. Ich dachte, okay, das ist ja nett, ne? Ein Vertrag richtig und so. Also richtig ordentlich. War richtig überrascht, ne? Ja, und dann ging das halt los. Wir haben gedreht. Ich dachte, oi, was ist denn hier los, ja? Jeden Tag gedreht, 12 Stunden am Stück, also Wahnsinn. Und hab die Leute kennengelernt, dachte mir so, naja, das sind halt jungsche Peoples und so. Was das letztendlich für mich für eine Auswirkung hatte, als ich dann im Fernsehen, als die Serie dann an, also die, es ist ja, die erste Staffel sozusagen losging von Berlin Tag und Nacht, war grandios, die Resonanz. Und die Leute sprachen mich überall an, egal wo ich war, bis heute. Es nimmt halt kein Ende, sogar ne, auf dem Weg hierher. In der Regionalbahn haben sie mich angequatscht. Hey, du bist doch da! Und da war ich als Mann unterwegs. Und die erkennen mich ja trotzdem auch als Mann, bin ich ja ganz ehrlich. Aber ist egal. Aber ist gut. Es ist lustig, macht Spaß. Und wenn ich den Kiddies und auch den älteren Leuten, manchmal sind die auch über 50 und die gucken das ja auch, finde ich total genial, wenn die dann auf einen zukommen und ich kann denen irgendwie was Gutes tun. Und wenn die der Meinung sind, die möchten gern ein Autogramm haben, dann bekommen die das. Oder die machen ein Foto mit mir. Oder da bin ich ja ganz offen für solche Sachen. Natürlich. Du machst ja nicht nur das. Du unterstützt ja auch die Schulen. Du gehst ja in die Schulen, wa? Oh ja. Also im Moment, also ich habe mir überlegt, was ist denn für die Kiddies vor allem wichtig? Und wenn die mich halt schon überall sehen und auf mich zukommen, dann kann ich ja auf die auch ein bisschen zugehen. Ja, also jedenfalls dachte ich mir, gut, also gehst du jetzt direkt an die Schulen, weil da sind die Kiddies. Und dann bin ich zu der ersten Schule hin und dachte mir, okay, sprichst du mal mit dem, Direktor? Schulleiter, ne? War auch ganz nett, meinte so, okay, machen wir, ne? Und dann bin ich dahin zu einem tollen Tag, hab das dann auch per Facebook hochgeladen, den einen Tag, als ich da war. Es war eine mega Resonanz. Ich hab da dann in den Klassen direkt noch, haben wir über Homosexualität, über Schulbildung, über den beruflichen Werdegang, über, was haben wir da noch gesprochen, über meine, also mich als Privatperson, mich als Künstler, als Künstlerin in dem Fall und was ich alles erreicht habe bis dorthin und vor allem, wie dieser Weg von dort, also wenn ich jetzt in der 9. Klasse war zum Beispiel, habe ich von der 9. Klasse bis zum heutigen Tag so alles erzählt, also in Kurzform natürlich. In an hour I'm cold, cold as stone. And she leaves, it gets harder and harder to face life alone. Wie sieht deine Karriere denn von Anfang an, seit 3 Jahren, Maggie? Von 3 Jahren bis jetzt, wie sah es so aus, so grob gesagt? Also wir fangen mal an. 2009 habe ich ja das erste Mal auf der Bühne gestanden als der Knorr. Das war ja das allererste Mal. Vorher stand ich 2 Mal auf der Bühne ohne Namen. Ohne Namen? Ja. Wie heißt du denn ohne Namen? Die haben zu mir gesagt, wie heißt du denn? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich habe keinen Namen. Weil ich das ja nur aus Spaß gemacht habe. So, und dann kam mir die Trixie und hat gesagt, hier, du musst jetzt unbedingt mal was machen. Du musst jetzt auf die Bühne, du musst dir einen Transennamen ausdenken und so weiter und dann geht das los. Also das finde ich auf jeden Fall ganz gut, als Trixie dann damals das ein bisschen so angekurbelt hat, weil ohne sie wäre das wahrscheinlich heute gar nicht so ausgeartet. Sie hat damals immer gesagt, du kannst was, du machst was und du kannst auf der Bühne, kannst du vieles erreichen. Und die hat immer an mich geglaubt. Und deswegen sind wir heute immer noch Freunde. Die glaubt nämlich immer noch an mich. Also ich glaube ja auch so ein bisschen an mich so, ne? Dann gab es natürlich auch noch Transen, wie ich vorhin im Auto erzählt habe, die immer, oder Tunden, die gesagt haben, nee, du kannst nichts, du machst nichts und das wäre besser, wenn du halt nichts machst auf der Bühne, wo du ja schon gesagt hast, dass ne, wahrscheinlich Neid oder irgendwas halt dabei ist. Und ich dachte mir so, nö, mit der bist du ja auch nicht so dicke, gehst du mal mit der Trixie mit, die wird dir ja schon nicht irgendwas erzählen. Ja. Gut. Ich dann gemacht, ich habe mir einfach, jetzt haltet euch fest, das Foto kann ich euch gerne zuschicken, könnt ihr gerne mal einblenden. Ich hatte nämlich eine kleine blonde Lockenperücke, da sah ich aus wie eine alte Oma.
ungelogen wie Mitte 50 mit den Klamotten, auch mit so einem Oma-Kleidchen, so ein Hausmütterchen aus dem Osten, weißt du? Aus dem Osten, na danke. Nein, also wie so auf dem Bauernhof, so eine alte Mutti, die gerade Kühe gemelkt hat. Und so sah ich auch aus. Nicht mal die Haare gekämmt. Und vor allem, ich hatte das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir Lippenstift drauf gemacht, habe einmal in diese Farbtube, also Lidschatten, mein Finger, habe das so ein bisschen verwischt. Fertig. Das war's. Jetzt ist doch so viel, oder? Und ich sah halt auch dementsprechend aus. Wie bemalt. Genau. Das waren also sehr, sehr schöne Zeiten, als ich da angefangen habe. Und als ich dann mit der Trixi, die hat mir dann gesagt, hier, du musst mal das so machen, du musst mal das so machen. Dann habe ich das mal ausprobiert. Ich sah manchmal aus wie ein Clown, aber mein Gott, ich habe halt angefangen. Und dann ging ich halt zu diesem Drag Contest in Berlin. Und sie hatte mich da halt angemeldet, hat gesagt, ich habe dich da angemeldet. Und ich so, was? Ne? Fing sie halt an, ja, du musst halt da zwei Playback-Nummern tanzen und singen, halt so Playback, ne? Und dann gibt es noch eine Runde Bademode, so, ne? So nebenbei hat sie das so erwähnt. Und ich so, ja klar, ich stelle mich jetzt auf die Bühne mit einem Bikini oder Badeanzug oder was. Ich dachte, ja, das machst du, das weiß ich. Da war ich aber noch nicht so offen wie jetzt, bin ich ganz ehrlich. Da war ich ja noch sehr schüchtern, noch schüchterner als jetzt. Also ich habe natürlich mich ein bisschen entwickelt in der Zeit, natürlich. Jedenfalls ich natürlich als selbstbewusste dicke Mutti dort mich auf die Bühne gestellt. Und da war damals der Jan Noll, die Kay, die damals hieß sie ja Kay Tring. Jetzt heißt ja keine Ahnung oder so. Oder keine Ahnung. Irgendwie so. Sie hat ja mal ganz oft ihren Namen gewechselt, so da den Nachnamen. Aber es ist super. Ich liebe Kay über alles, also weil sie einfach ja auch so eine Wuchtbrumme ist wie ich. Ja, und halt auch zwischendurch mal live singt. Ist ja nach Hamburg gezogen, aber egal. Ist weg. Schade. Aber manchmal sieht man sich halt. Und die Kay, dann ja Noll und noch eine dritte Person, die ich vergessen habe. Und ich finde das ja schade, weil da müsste ich mal nachschlagen. Irgendwer saß dann noch mit in dieser Jury. Und dann gab es halt... Nee, Nina war da nicht bei. Da kannte Nina mich noch gar nicht. Nein. Und die Camelia hat diese ganze Veranstaltung moderiert. Und dann hat sie halt mich auch anmoderiert. Dann kam ich da raus und mein erster Song war von Lady Gaga, Pokerface. Das habe ich performt und... Also performt und getanzt und die Leute haben richtig abgefeiert. Im Gegensatz zu den anderen, also so stand es zumindest in der Zeitung, hatte ich irgendwie das beste Konzept. Also ich sah ganz schrecklich aus, ganz wirklich ganz, ganz schrecklich. Also wie Lady Gaga für Arme, also Hartz IV Lady Gaga. Hartz IV Lady Gaga. Ja, also ganz schlimm. Ja, jedenfalls hatte ich dann von insgesamt, also ich kam in der ersten Runde kam ich weiter, in der zweiten Runde kam ich weiter in diesem in dem Badeanzug, den ich mir dann mit Trixi gekauft hatte. Die hat gesagt, hier, da hast du einen Badeanzug in Größe 54. In Größe 54 und damit trittst du auf, habe ich gesagt, gut. Ich hatte so einen großen schwarzen Hut mit einer gelben Sonnenblume drauf, war auch total lustig. Und bin da mit so einem Badelatschen noch so ein bisschen kleinen Absatz da rumgelaufen, war grandios, die Leute haben gefeiert. Ich hatte natürlich noch so ein Badeanzug und so, muss man sich auch angucken. Habe ich auch ein ganz tolles Foto, ne? Kann ich euch dann auch zeigen. Ja. und nach dieser zweiten Runde, man hat ja mal so ein bisschen mitgezählt. Man ist ja ehrlich, es ist ja nun eine Veranstaltung, wo man ja was gewinnen konnte. Und der erste Preis war halt nur mal ein Covershooting auf einer Zeitschrift. Da dachte ich mir, ja gut, ist doch mal was ganz Nettes. Warum nicht auf dem Cover auch von dieser, ne? Aber mich hat das eigentlich gar nicht so groß interessiert. Also in erster Linie hat mich das überhaupt nicht interessiert, weil ich wollte ja eigentlich nur Spaß mitmachen. So, nach der zweiten Runde habe ich gemerkt, huch, du liegst ja immer noch in Führung. So, und in der dritten Runde habe ich dann von Jeanette Biedermann diese Undress to the Beat getanzt und bin dann richtig mit auf dem Boden lang gekrochen. Und, also so wie vorhin hier, ne, aber noch viel schlimmer. War auch grandios.
Und jedenfalls habe ich gemerkt, dass ich dann, nach mir kam noch eine Person, die auf die Bühne gegangen ist und ich wusste, dass die mich von der Punktzahl nicht mehr einholen konnte. Wusste sozusagen da in dem Moment schon, dass ich halt diesen Contest gewonnen habe und da war ich völlig hippelig. Da saß ich hinten und habe erstmal ganz viel in mich hineingestopft. Naja, da gab es ja ein bisschen Essen und Trinken und so. Dann habe ich dann so die Reste von dem gegessen und dann war wieder alles schön. Ja, dann wurde das halt verkündet, ne? Platz 3, Platz 2. Und auf Platz 2 sind ja die Reinhardts gekommen. Und die Reinhardts sind ja schon seit 10 Jahren fast im Geschäft. Die haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und gegen die habe ich damals diesen Contest gewonnen. Also die sind auf Platz 2 gekommen und ich habe dann gewonnen. Wie, weiß ich immer noch nicht, also wirklich nicht. Das Publikum hat gefeiert und seitdem wurde ich dann halt ganz, ganz viel gebucht. Zu der Veranstaltung, zu der. Und dann kam irgendwann halt, da ich gesagt habe, so, ich singe jetzt nur noch. Die wussten ja nicht, dass ich singe, das wusste ja keiner. Dann habe ich angefangen zu singen. Das war nur so eine Bombe denn gewesen, oder? Naja, einfach eine Weiterentwicklung, sage ich mal. Die Leute fanden das gut und dann haben sie mich immer live gebucht. Das war's. Das ist cool. Genau. Und dann habe ich irgendwann halt den kennengelernt und den und die kennengelernt. Und da war unter anderem irgendwann die Nina bei. Die Nina Queer. Ja, Nina Queer. Hat mich dann also angeguckt und meinte so, okay, da ist Potenzial. Hat sie mir halt mal so gesagt an dem Tisch, als wir hinten im Irrenhaus saßen. Und meinte so, du hast Potenzial, du könntest noch viel, viel mehr machen. Und sie unterstützt mich halt in jeder Lage und das finde ich total toll, ja. Sie sagt zu mir hier, sie gibt mir überall Tipps, wir treffen uns dann zum Kaffee. Sie wird auch in der Zukunft immer weiter für mich da sein. Das finde ich ganz toll, ja. Jetzt im Februar bin ich ja auch wieder on stage und mache meinen schönen Disco-Bus und so weiter. Und so habe ich sie kennengelernt. Das ist ja eine Alttranse, die steht ja schon seit Jahrhunderten auf der Bühne und ja. Das muss man ja dazu sagen, wir waren in ganz, ganz vielen Städten unterwegs und ich kannte sie aber auch nicht, weil woher auch, ich war ja ganz neu in der Szene. Aber gut, sie hat gewonnen und das verdient, auf jeden Fall. Also eine großartige Künstlerin. Also da geht es ja auch, das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte, weil im Irrenhaus habe ich nämlich mein 1,5-jähriges gefeiert. Also ungefähr 1,5-jähriges, genau war das. Und da bin ich mit meinem Wagen da durchgefahren und auf einmal kam der große Dennis zu mir und sagte so, hey, ich habe dich den ganzen Tag schon, den ganzen Abend halt so beobachtet, du bist doch der und der. Und er hat ja meinen richtigen Namen gesagt. Und da war ich etwas perplex, weil ich bin ja nun als Transe da unterwegs. Und ich guckte ihn an und ich dachte so, wow. Das ist jetzt nicht wahr. Er hat mich so umgehauen mit seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen und vor allem sein Herz, was sofort rausgesprochen hat. Augen. Ja, also das ist, es ist ein Mann fürs Leben. Also da bin ich sehr glücklich, dass ich den überhaupt in meinem Freundeskreis habe. Also für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Mensch. Und genauso wie Nina, also meine Tänzerin. Also seine Schwester, die sind ja Geschwister. Und der Dennis, der hat ja einen Freund, der Lars. Und der kann wirklich glücklich sein, dass der so einen Mann hat. Letztes Jahr, also wir haben uns vor ein bisschen über einem Jahr, vor 13 Monaten haben wir uns wieder gesehen, wieder getroffen. Und wir haben in einem Jahr so viel miteinander erlebt, das ist auch wieder ein Wow. Also wir sind das erste Mal aufgetreten, das allererste Mal im Schwutz. Bei dem Drag Contest, als ich mich sozusagen verabschiedet habe von dem Drag Contest, weil ich dann das letzte Mal in der Jury saß, weil es wird halt immer der Gewinner und der nächste Gewinner halt, ne, kommt dann halt wieder in die Jury und ich bin dann halt raus aus der Jury. Und da wollte ich natürlich einen wunderschönen Abgang sozusagen haben. Und da habe ich dann, also ein Song, Dennis hat mir halt einen Song gezeigt, hat gesagt, hier von Christina Aguilera, dieses Not Myself Tonight, das ist eine Bombe. Und den performen wir, habe ich gesagt, okay, wie lange haben wir Zeit? 4 Wochen. Und er so, okay, 4 Wochen, schaffen wir. Wir sind damit angetreten, also einfach natürlich außerhalb der Wertung. Und es ist ein Riesenboom ausgelöst worden, also in der kompletten Szene.
Und wir sind dort gesehen worden, wir wurden von dort gesehen und auch Addis Zabel mit seiner Combo, die sind seit Jahren, muss man dazu sagen, ich glaube seit 6 oder 7 Jahren sind die unterwegs und lassen einfach niemanden bei sich mit auftreten. Die haben noch einen, den Gerd, und Gerd spielt halt Klavier und so weiter, und der steht halt als einziger somit halt nochmal auf der Bühne. Und wir durften jetzt das als allererste Person oder wir als Team sozusagen mit denen auftreten. Und dann war ein Auftritt halt ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt wirklich so doll geregnet hat. Das war Open Air und da ist es halt ausgefallen. Haben sie gesagt, gut, es kommt ja noch die nächste Show. Die Edith Schröder wird ja 55 und da ist in Berlin der Admiralspalast und da feiert sie den. Und da sind wir dann natürlich auch mit aufgetreten, haben uns dort mit hingeschleppt, also die ganze Combo, und es war grandios. Ja, es war so grandios, und wo wir halt überall schon, wir sind bei Nina Queer im Irrenhaus gewesen, wir waren in Hamburg schon, wir waren in Leipzig, und es wird halt in der Zukunft natürlich noch mehrere Städte geben. Kennst du denn die Person, die neben mir steht? Vom Sehen, ja. Woher denn? Du hast mein falsches Mikrofon. Du hast mein falsches Mikrofon. Ja. Woher denkst du so? Also sie kommt aus Berlin, da weißt du bestimmt woher. Ja, Berlin Tag und Nacht. Ja, 100 Punkte für ihn. Aber du wirkst größer gerade. Das sagen viele. Und ich habe extra meine flachen Schuhe an, weil es so kalt ist. Ja. Okay. Also mir haben... Nee, ist gut, aber im Fernsehen wirkst du kleiner. Ja? Ja. Okay. Auch schlanker? Ja, du bist dick eingepackt gerade, denke ich mal, ne? Ja, gut, dann bist du schlanker. Das ist gut. Aufgefallen. Das ist toll, weil wir haben nämlich hier in Braunschweig, also naja, nicht ganz, in Wernigerode, haben wir jetzt gerade meine erste Single aufgenommen. Die gibt es am 11.3. nämlich in Berlin bei einem großen Konzert. Und am 31.3. gibt es hier in Braunschweig, in der Meyer Music Hall, unsere Sendung, unsere große Geburtstagsshow. Du bist natürlich auch eingeladen, denn ist ja dann hier, ist ja dann in Braunschweig. Woher kommst du denn? Aus Wolfsburg. Wolfsburg ist auch nicht so weit weg hier. Er geht, also das schaffst du auch, wenn welche aus Hessen und Dänemark sogar zu uns kommen, ja. Dann schaffst du es auch. Ich denke schon, ja. Nimmst du deine süße Freundin noch mit, die kommt dann noch mit. Ja, werden wir sehen. Ja, die anderen Leute vielleicht noch von Berlin Tag und Nacht sehen, vielleicht kommen da noch mehr hin. Werden wir sehen. Ja, super. Also wie gesagt, am 31.3. trete ich da natürlich dann auch auf, hier in der Nähe. Und in Wolfsburg bin ich, glaube ich, jetzt die nächste Zeit gerade nicht unterwegs. Tschüss. Wir verabschieden uns jetzt vom Brave. Ja. Magazin, und ich bedanke mich, dass du da warst. Ich sage jetzt einfach tschüss. Brave bedankt sich auch. Ja. Tschüss. Egal wie du liebst, egal wem du gibst, egal wo du lebst, wonach du auch strebst. Bleib immer nur du, verbiege dich nicht. Wohin du auch gehst, zu wem du auch stehst, warum du auch leidest, wofür du dich entscheidest. Bleib dir immer treu und sei keine Scheu, deine Träume zu leben, dafür alles zu geben. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Was man über dich redet, kann dir gleichgültig sein. Sei mutig, denn Menschen finden sich, die frei fühlen und denken, und sie lieben dich. Hallo, mein Name ist Tatjana Taft und ihr seht Brave, das Magazin. Ja, ich demonstriere mit vielen Menschen, die für Gleichstellung demonstrieren. Das ist leider immer noch nötig in unserer Gesellschaft.